Vor der Europawahl werfen wir einen Blick nach Italien. Über die Aussichten der italienischen Regierungsparteien hat Euronews-Korrespondentin Giorgia Orlandi mit dem ehemaligen Ministerpräsidenten und EU-Kommissar Mario Monti gesprochen. Wie sieht er die Chancen der Populisten? Italien wird wahrscheinlich das Land mit den größten Zugewinnen populistischer und nationalistischer Parteien bei den Europawahlen sein. Wir sind schließlich das einzige Land, das eine Koalition aus zwei populistischen Parteien hat. Alle Umfragen deuten aber darauf hin, dass es im Europaparlament keine nationalistische Mehrheit geben wird, sodass die in Italien gewählten Abgeordneten des Europäischen Parlaments hauptsächlich auf den Bänken der Opposition sitzen werden. Aus diesem Grund erwarte ich nicht, dass der nächste Präsident der Europäischen Kommission ein Populist ist, und ich erwarte auch nicht, dass es eine Mehrheit von populistischen oder nationalistischen Kommissaren geben wird. Das bedeutet, dass Italien im Rahmen der europäischen Organe eine entgegengesetzte Tendenz einnehmen wird. Die europäische Führung wird sich bald ändern. Was für ein Europa wird es nach den Wahlen Ende Mai geben? Ich hoffe, dass einiges anders wird als das, was wir bisher hatten, auch wenn die aktuelle Führung einiges geleistet hat. Es reicht nicht aus, dass Europa nach dem Wegfall der Gefahr, wenn die Nationalisten keine Mehrheit haben, mit einem Seufzer der Erleichterung zum Alltag zurückkehrt. Torni con un sospiro di sollievo al suo modo di essere tradizionale. Es bedeutet, dass das Vetorecht der Mitgliedstaaten abgeschafft werden sollte. Wenn wir ein Europa der Völker wollen, brauchen wir ein Europa, in dem die Stimme des Parlaments und die der Kommission stärker werden und in dem die Länder, die den Fortschritt der anderen blockieren wollen, es schwerer haben werden.